Hallo, mein Name ist Kirsten Scheel. Ich bin die Geschäftsführerin von der Scheel Mien Backstuf. Ich leite die Firma mit meinem Bruder zusammen, Detlef Scheel. Wir leiten diese Firma seit 2002. Wir haben mittlerweile 11 Filialen und mit allen Mitarbeitern sind wir 70. Und wir suchen dringend Auszubildende. Wir stellen dieses Jahr, würden wir gerne 2 Auszubildende in der Bäckerei einstellen und 2 im Verkauf. Wir sind ein Familienbetrieb. Bei uns geht es sehr kameradschaftlich zu und wir kennen uns alle untereinander. Und ja, wie ihr seht, das ist hier die Backstube. Da wirken die Bäcker. Die Verkäuferinnen sind auf die Filialen aufgeteilt. Es ist ein sehr interessanter Beruf und man muss leider auch mal am Wochenende arbeiten, aber dafür gibt es noch gesonderte Zuschläge. Man hat dementsprechend dann in der Woche natürlich einen Tag frei. Ja, wir suchen zum 1.9. dieses Jahres, wie gesagt, Auszubildende. Wir würden uns super freuen, wenn ihr euch bei uns bewerbt und wir uns kennenlernen können. Und jetzt gehen wir noch einmal zu Frau Mach, die den Verkauf leitet und die kann euch dann noch ein bisschen was erzählen. Okay, tschüss! Mein Name ist Andrea Mach. Ich bin Verkaufsleitung der Bäckerei Scheel Mien Backstuf in Neustadt. Im Verkauf ist es so, wie unsere Läden geöffnet haben, in den meisten Zeiten von 6 bis 18 Uhr. In der Zeit werden in Schichten gearbeitet, meistens in 2, immer so 6,5 Stunden am Tag. Wir backen unsere Brötchen im Verkauf selber. Wir stellen unsere Snacks in jeder Filiale selber her. Eine Verkäuferin muss ein freundliches Wesen haben. Die Bäcker sollten sehr kreativ sein. Wir machen es auch so, dass oftmals Bäcker einfach mal sich überlegen können, was wollen wir mal Neues machen und können das einfach vorstellen. Die Bezahlung ist tariflich. Wir zahlen auch Sonn- und Feiertagszuschläge, so wie der Gesetzgeber das verlangt.